Als nächstes habe ich hier Conversations drin. Kommunikation, also ich habe einfach einen Gedanken durchgegangen, was mache ich mit dem Smartphone am meisten? Surfen, okay, dann was will ich noch machen? Kommunizieren. Und da kommt gleich noch eine größere Liste, aber ich habe jetzt einfach mal Conversations speziell hervorheben wollen, weil ich glaube, das ist auch für alle Anwesenden jetzt ziemlich spannend, es ist halt Java XMPP basiert. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, sieht im Prinzip aus wie diese modernen, kontemporären Chatprogramme, die man halt so sieht überall. Also ich kann Bilder teilen und das ist halt irgendwie farbig, schön aufbereitet. Und ich kann auch Gruppen erstellen, hier habe ich eine Gruppe erstellt. Ich kann meine Location teilen, ich kann eine Voice-Nachricht schicken. Also ich habe im Prinzip normalerweise die Funktionalitäten, die ich auch von anderen Chatprogrammen wie Telegram, Signal, WhatsApp etc. kenne. Aber es ist alles Java und XMPP basiert und kann eben sowohl OpenMemo-Verschlüsselung als auch OpenPGP-Verschlüsselung. Ist natürlich komplett freie Software. Und was ich halt auch noch sehr, sehr sympathisch finde, ich habe also diese Grund-App und dann überlässt der Entwickler, Daniel, überlässt dann dem User selber zu entscheiden, ob er jetzt den Location-Service auch noch installieren möchte, beziehungsweise den Voice-Recording-Service auch noch installieren möchte. Und es wird eben auch so im Prinzip erklärt auf der Homepage, weil es will ja vielleicht nicht jeder, dass die App Zugriff hat aufs Mikrofon oder dass die App Zugriff hat auf den GPS. Und deswegen hat er das quasi als Plugins extrahiert, damit das jeder User selbst entscheiden kann. Ja? So, Share Location Plugin. Das ist was Einfaches, was super funktioniert. Dann hat man so mit Kacheln auch in Conversations das drin. Aber wenn man zufällig Osmand nebendran installiert hat, gibt es sowas, wo man Share My Position hat, wo man Geokoordinaten kriegt, die hin und her wirft. Die kann man dann sonst auch wohin werfen. Aber nicht jetzt da noch irgendwo, wenn man in Buxtehude, wo schlechtes Internet ist, dann den Kachelserver bemühen muss und sein und wartet, bis man endlich weiß, wo derjenige ist. Dann hat man es direkt in Osmand drin. Genau, also man kann dem Osmand sagen Sharing und dann kann ich es an Conversation schicken. Oder an Telegram oder whatever. Ja, genau. Das Ding heißt My Position ist irgendwie so mit so einem Satelliten außen drauf. Ist das ein Plugin von Osmand? Das ist eine extra App, wo man auch Sachen sharen kann. Kann ich nicht auch in Osmand nativ machen? Über Osmand geht das natürlich auch. Okay. Es ist nicht zwingend, also nicht alles, was ich hier jetzt sage, muss man installiert haben oder habe ich selber installiert. Das ist auch eher so ein bisschen so ein Can-Do, nicht nur ein How-To. So, was kann ich eigentlich machen? Aber ja, es ist ein guter Hinweis. Also mit dem Osmand ist das wahrscheinlich geschickter. So, ein Quixie ist lustigerweise ein Child von Conversations mit genau der gleichen Funktionalität, aber das ist halt für User, die noch keinen Java XMPP kennen oder nie benutzt haben. Das Programm gibt dann einmalig der Telefonnummer einen Java-Account und dann kann ich damit im Prinzip jabbern. So. Also die Idee finde ich ganz smart, weil es einfach zu installieren ist wie WhatsApp oder sonst. Genau, ja, super. Das Problem ist, ich habe es mal irgendwie so nebenbei probiert und weiß man kennen worden. So, jetzt kann ich mit meinem Handy kann ich bedienen, aber ich habe genau den Vorteil, den ich eigentlich will, dass ich vom PC aus auch chatten kann, den habe ich natürlich nicht. Und ich habe keine, ich weiß nicht, ob sich jemand damit befasst hat, ich habe keine Möglichkeit gefunden, mein Passwort irgendwie zurückzusetzen. Und das ist natürlich dann eine Katastrophe, weil ich ja meine Telefonnummer nicht ändern kann. Ja, logisch. Also das Konto gibt es nur einmal und ich meine, vielleicht müsste ich mal recherchieren, ja, aber... Ja, oder den Daniel fragen will. Der ist auf jeden Fall total nett, der Entwickler. Also kann sich auch einfach an den Entwickler wenden. Der freut sich über so ein Feedback, weil dann weiß er ja, ich meine. Also ich finde es super, weil meine Frau hat einen Betrieb mit ein paar Angestellten und da wäre das eine gute Lösung. Über WhatsApp geht ja eigentlich nicht. Ne? Also kann man eigentlich nicht machen. Und ja, datenschutzrechtlich dürfte man das ja nicht mehr zulassen. Natürlich unterhalten sich die Mitarbeiter trotzdem über WhatsApp, weil das haben sie alle. Und wenn ich denen das aufs Auge drücken würde, das wäre eine große Hürde für die, das zu installieren. Ja. Und ich könnte dann eben auch für die Sachen, da stimmt was mit dem Computer nicht, dann könnte mir jeder einfach schreiben und ich hätte es dann irgendwo dastehen und kann es eben auch am Computer anschauen. Fände ich sehr angenehm. Ja, super. Nee, ich finde auch, die Idee ist total genial, auf jeden Fall. Und man kann ja auch Telefonbuch durchsuchen, wenn man möchte. Also das ist dann genauso, wie sie es halt von den anderen Apps auch kennen. Halt benutzerfreundlich. Ja. Nee, super. Deswegen habe ich es jetzt hier auch immer so ausführlich gezeigt, weil ich auch total unterstützend finde.
Und es ist eben, hatten wir vorhin schon mal, kostet 2,40 € im Google Play Store und in F-Droid kostenlos.